بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, der uns die Möglichkeit gegeben hat, in dem gewaltigsten Monat für diese Ibadah, für das Fasten, dort zu stehen, dass wir in diesem Ramadan die Möglichkeit haben, uns von unseren Sünden zu reinigen. Und das ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat. Wir mussten bei unserer Dawah, von der Angeldawah, zur Netzdauer übergehen. Wir sehen heute hier in Deutschland, 95% der jugendlichen Muslime beten nicht. Ist meine Schätzung. Wer bietet mehr? Gestern habe ich dann nachher gefragt, dann meinte einer, nee, ich würde eher sagen, 98% beten nicht. Dann habe ich noch jemanden gefragt, der meinte, nee, ich würde sagen, 95%, das passt schon. Vielleicht hat er einen anderen Vorschlag, aber ich glaube, es wäre auch besser, wenn ihr etwas aufrückt. Ich glaube, es ist keiner hier heute, der sagen würde, nein, deine Schätzung ist total verkehrt. 95% der jugendlichen Muslime in Deutschland beten, oder? Ich glaube, es ist keiner hier, oder? Jedenfalls, umso mehr wir rund gehen, umso mehr haben wir die Chance, jemanden zu treffen, um ihn über den Islam zu informieren. Wir fragen zunächst, woran liegt es, dass so viele Muslime in Deutschland leben und so viele davon nicht beten? Woran liegt das? Woran liegt das? Wir fragen uns diese Frage. Und ich habe darüber nachgedacht, woran das liegt. Und was ich gesehen habe, ist, dass in den meisten Fällen daran liegt, dass die Aufklärung fehlt. Und zwar die Aufklärung in deutscher Sprache. Das hat sicherlich schon jeder mal gehört, du musst beten. Hat er ja, okay. Aber es kommt dann immer eine Ausrede dazwischen. Die Ausrede, ja, bist noch jung. Ja, Gott verzeiht schon. Auf diese Art und Weise. Aber wenn man es jemandem richtig verdeutlicht, in der Sprache, die er wahrscheinlich am besten versteht, nämlich die deutsche Sprache, zumindest geht es vielen Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, so, gerade den Jugendlichen aus den arabischen Ländern, weil man eben zu Hause die jeweilige Umgangssprache spricht. Marokkanisch, Tunesisch, Ägyptisch, Libanesisch, obwohl das sehr nah am Hocharabischen ist, aber je nachdem. Die jeweiligen Sprachen. Ja? Und das ist ein großer Unterschied von der Hochsprache zu den Dialekten. Das ist teilweise ein großer Unterschied. Ich gebe dir ein Beispiel, das, der Satz rauchst du. Auf Marokkanisch, Tegaru. Auf Tunesisch, Tekayif. Auf Ägyptisch, Teshrab Sagayir. Auf Hocharabisch, Hel Enta Tudechinu. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gar nichts. Und so fällt es ihm natürlich dann schwer, den Koran auch richtig zu verstehen. Ja? So, und deswegen gehen wir rund und wir gehen davon aus, dass wir in jeder Stadt jemanden treffen, der vielleicht zur Moschee kommt und etwas hört und diese Sache aufnimmt und dass das ihn vielleicht dazu führt, den Islam richtig zu praktizieren. Denn ein Muslim, der erstmal anfängt zu beten, das ist der erste Schritt. Was ist mit dem?
Was ist mit diesem Menschen? Der hat erstmal die Medizin eingenommen, die ihn davon abhält, schlechte Taten zu machen. Denn wir wissen, dass das Ansehen der Muslime in Deutschland oder auch weltweit teilweise schlecht ist, aus folgendem Grund, dass viele Muslime die Religion nicht richtig praktizieren. Du siehst muslimische Zuhälter, du siehst muslimische Drogendealer, du siehst muslimische Räuber, alles Mögliche sieht man, oder? Gibt es. Möge Allah die alle recht leiten. Aber natürlich ist der Muslim, der eine schlechte Tat macht, zur gleichen Zeit jemand, der dem Ansehen des Islam, des Islams in Deutschland schadet. Und natürlich auch weltweit. Wenn wir rundgehen und fangen erstmal an, ihm die Medizin zu geben gegen die schlechten Taten, und das ist das Gebet, dann wird er sich inshallah verbessern und auch das Ansehen des Islams verbessern. Denn das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Er sagt, inna salata tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Und der Muslim, der anfängt, die Religion richtig zu praktizieren, der wird auch jemanden mitziehen. Der ist in seinem Fußballverein, der ist in seinem Sportverein, in seinem Fitnessstudio, je nachdem, wo er ist, in seiner Schulklasse, der bringt jemanden mit, einen Deutschen mit oder einen Italiener, einen Nicht-Muslim mit dem man dann über den Islam redet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Propheten Muhammad im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Als Barmherzigkeit für die Welten. Das heißt, wir müssen auch diese Barmherzigkeit in uns spüren, diesen Menschen etwas rüberzugeben. Und wir müssen wahrlich hier stehen, dass unser Herz schlägt für diese Botschaft. Und zwar jeder Herzschlag und dass jeder Atemzug, den wir machen, die für diese Botschaft ist, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wozu ihm gesagt wurde, je ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. O du, der Eingehüllte, stehe auf und wache. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal aufgestanden ist, in dieser Dawa ist er nie mehr runtergekommen. In dem Sinne, dass er keine Dawa mehr gemacht hat. Sondern hat immer weiter die Leute aufgerufen dazu. Dies ist ein Zeichen des wirklich wahren Glaubens. Dass du dir Sorgen machst, dass du Barmherzigkeit in deinem Herzen hast für deine Nachbarn. Dass du nicht so denkst, ich bin gerettet, ich bin Muslim. Auf gar keinen Fall, glaub mir. Und du siehst einige Leute um uns herum, die versuchen, die Dawa zu stoppen. Die erzählen dir, wenn du Dawa machen willst, musst du erstmal Wissen haben. Wir sagen, das stimmt. Was für ein Wissen? Musst du ein Alim sein? Nein. Ansonsten, wer will denn sonst Dawa machen, wenn nur der Alim Dawa machen kann? Du musst Wissen haben von dem, wozu du aufrufst. Und jeder Muslim muss Wissen haben, wer sein Schöpfer ist, was La ilaha illallah bedeutet, was Muhammad Rasulullah bedeutet und was es bedeutet und wie man betet, warum das Gebet wichtig ist. Muss jeder Muslim wissen. Wenn er das nicht weiß, da fehlt etwas Gewaltiges, dann muss er dieses Wissen kriegen. Und dieses Wissen kann man in relativ kurzer Zeit beziehen. Vielleicht nicht detailliert, aber im Allgemeinen. Und wir sehen Leute, die sind zum Islam gekommen, deutsche Ingenieure, warum? Mit dem hat ein marokkanischer Maler geredet. Normaler Mensch, der hat gesagt, hör mal, glaubst du, es gibt einen Gott? Ja, so und so. Ja, wir Muslime, wir glauben auch an Mariam und so. Und er hat sich mit ihm unterhalten, hat Interesse gefunden, Koran geschenkt, Buch geschenkt und so weiter. Und ist er zum Islam gekommen. Weil es ist falsch zu denken, dass nur der Alim Dawa machen kann. Wenn du nicht reden kannst, dann kannst du ihm ein Buch geben. Wenn du nicht reden kannst, du kannst ihn zumindest einladen in die Moschee, wo ein Unterricht stattfindet. Oder ihn auf eine Internetseite aufmerksam machen, wie zum Beispiel www.einladungzumparadies.de. Hier. Nimmst du so eine Karte? Das ist ein Arbeitsinsatz hier. Was ist der Sinn des Lebens? Dann sagt er, in den meisten Fällen, das ist ja hier. Gehen wir auf die Seite. Top 10 finde ich. Schau dir mal an, das ist sehr interessant. Da ist ein deutscher Muslim, der ist im Islam konvertiert, kannst du ihm angucken. Deutscher Muslim? Wie geht das denn? So, und dann gehst du auf deine Arbeitsstelle und gibst du jedem eine Kärtchen. Tschick, tschick, tschick.
Und das ist die Netzdauer. Das heißt, wir reden, was meinte ich eben mit Angeldauer? Angeldauer ist diese Dauer, wir sitzen an dem See, schmeißen die Angel rein, erwachen nur, bis irgendwann mal einer anbeißt. So ist das im Moment in Deutschland. Ich sehe in einigen Moscheen, die bieten Unterricht an für Jugendliche, da weiß aber kein Mensch was von. Da wird gewartet, bis so jemand stolpert und sich in die Moschee verirrt. Ach, stimmt, die ist auch eine Moschee. Gestern haben wir es erlebt. Da kam ein Deutscher, der hat erzählt, er war stockbesoffen gewesen. Der war gestern in der Moschee und der ist dann zufällig in die Moschee reingefallen. Als er stockbesoffen war, ist er in die Moschee reingefallen. Und gestern ist er dazu, da hat er gesagt, boah, super Architektur, ist aber schön hier. Und dann, alhamdulillah, ist er gestern wiedergekommen. Das war in Gelsenkirchen waren wir gestern. Ja. Aber dass da jemand weiß, dass da was stattfindet. Ich weiß, in einer Moschee, die in der Nähe von mir ist, wo ich früher gewohnt habe, da haben die einmal mit die bekanntesten Duat aus Deutschland, auf deutschsprachigen Duat eingeladen. Dann treffe ich einen deutschen Muslim, der ist 20 Jahre alt, der weiß gar nichts davon. Weil das geschlossene Gesellschaft ist. Wir sind die Moschee so und so für unsere Mitglieder. Wie? Das ist oft so. Oder? So etwas Ähnliches habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Das heißt, man muss Dauer machen. Wenn keiner weiß, dass einer kommt, dann kommt doch keiner. Ja? Manchmal, ja, uns ist auch schon passiert, ja, ich mache einen Vortrag in einer Halle, kaum einer da. In den meisten Fällen haben wir da viel los, kaum einer da. Warum? Keine Werbung. Ja, wir haben ja die Halle gemietet, ja super. Und jetzt? Er meinte, verläuft sich einer in die Halle oder wie? Mundpropaganda. Bei Mundpropaganda kommen nicht viele. Hier, das, zack. So kannst du mit 10.000, hiermit kannst du mit 10.000 Mann am einen Tag Dauer machen. Und irgendwo ist derjenige, der sich das anguckt. Wir haben es gesehen. Und so arbeiten die Christen auch. Guck mal, was die machen. Guck mal in euren Ländern hier. Egal, wo du hingehst. In Indonesien, das größte islamische Land, wisst ihr, wie viele christliche Missionare es da gibt? 27.000. Nicht 7. 7, nicht 7.000. 27.000. Kannst du dir das vorstellen? Die werden von ihrer Organisation unterstützt, dass sie nur da sind, um mit den Leuten Bibelkunde zu machen. Hier, alle, lesen wir ein bisschen die Bibel. Und die haben Erfolg. Es gibt Leute, die treten zu ihrem Unglauben über. Warum? Weil die sich bewegen. Guck dir mal hier in Dortmund in der Fußgängerzone. Guck doch mal. Ich war einmal in meinem Leben in Dortmund in der Fußgängerzone. Das war 1996. Aber ich weiß ganz genau, wenn du nach Dortmund in die Fußgängerzone gehst, dann stehen dort die Zeugen Jehovas und die Mormonen und die Evangelikalen und die Pfingsten und die stehen alle dort mit ihren Flyern, mit ihren Broschüren, alles drum und dran. Stimmt oder habe ich recht? Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich diese Menschen kenne. Und weil ich weiß, dass diese Menschen Motivation haben. Dass diese Menschen für ihren Glauben stehen und Motivation haben und dahinter stehen. Und ich weiß auch noch was anderes. Dass wenn du hier in Dortmund in die Fußgängerzone gehst, dass du keinen Muslim siehst, der da steht und Blätter verteilt. Oder in den allerwenigsten Fällen. Vielleicht straft mich eine Lüge. Warum? Weil ich die Einstellung kenne, dass kein Interesse vorhanden ist. Muss man nicht sauer auf mich sein, sondern muss froh sein, dass man noch lebt. Man muss froh sein, dass man noch lebt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ. Diejenigen, die das verschweigen, was sie von der offenen Erklärung und von der Rechtsprechung herabgesandt haben, verschweigen, nur nicht auffallen, Hauptsache das Geld stimmt, der Arbeitgeber, die wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Und deswegen braucht man sich nicht zu wundern, wenn man die Lage von einigen Muslimen sieht. Haji so und so, beispielsweise, lebt seit 20, 30, 40 Jahren in Deutschland und hat es noch nicht einmal geschafft, mit irgendjemandem Dauer zu machen. Und der war auf der Hatsch, der fastet,
der betet 5-mal am Tag. Aber eine Sache hat er vergessen. Ich sage das nicht, um zu kritisieren, sondern um zu verbessern, Leute. Eine Sache hat er vergessen. Eine der gewaltigsten Eigenschaften der Gläubigen. Eine Eigenschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten beschreibt. Eine Eigenschaft, über die Allah sagt, dass das das beste Wort ist. Eine Eigenschaft, über die Allah sagt, dass diejenigen, die erfolgreichen sind. وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Es soll von euch eine Umma entstehen, die das Gute gebieten, die zum Guten rufen, das Gute gebieten, das Schlechte verwehren. Was ist das Gute gebieten? Zum Tawhid rufen, zum einen Glauben rufen und das Schlechte verwehren. Und diejenigen, was werden die sein? Diese Leute werden die Erfolgreichen sein. Und was die anderen sein werden, wird hier nicht erwähnt. Aber es wird erwähnt, jene sind die Erfolgreichen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ganz deutlich, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ مُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den Gottergebenen, zu den Muslimen. Niemand sein Wort. Das ist das Wort, was Allah liebt. Deswegen, wenn dir einer erzählt, du hast kein Wissen, wir sagen ja, du musst Wissen haben von dem, wozu du aufrufst. Aber du musst kein Alim sein. Und es gibt einige Leute, die sogar die Frechheit benutzen, du kommst ihnen mit Dawa, dass man Dawa machen muss. Und bei den Leuten sage ich, du qatalhumullah, möge Allah sie bekämpfen, weil sie die Verse des Korans so verdrehen. Dann sagen sie, Allah sagt doch im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idh ihtadaytum. Oh, ihr, die ihr glaubt, kümmert euch um euch selbst. Diejenigen, die irre gehen, können euch nicht schaden, wenn ihr recht geleitet seid. Und wollen damit sagen, das müssen wir keine Dauer machen. Aber diesen Vers hat Abu Bakr erwähnt. Und Abu Bakr hat erwähnt, ihr lest diesen Vers vom Koran und auf der anderen Seite sagt der Prophet, wenn ihr den Zalim seht und ihr packt ihn nicht an der Hand, den Zalim, den Ungerechten, ihr packt ihn nicht an der Hand, dann geht ihr die Gefahr, dass Allah euch allgemein mit einer Strafe trifft. Und das ist das, was wir sehen. Was sagt der Prophet? لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنَّهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird لَيُوشِكَنَّ oder er wird eine Strafe auf euch herabsenden und dann werdet ihr Dua machen فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ, die wird nicht erhört. Und du siehst es um dich herum. Wallahi! Guck dich an! Wie viele Leute siehst du, die beten, fasten und so weiter und sagen, mein Sohn ist in einem Bordell, ist Drogendealer, ist dies, ist das, bete nicht, meine Tochter! Aber wird nicht erhört. Weil Allah hat gesagt, entweder gebietet das Gute und ihr verbietet das Verwerfliche, oder er wird mit der Strafe auf dich runterkommen. Und dann wirst du nicht erhört werden. Dann wirst du nicht erhört werden. Sondern du musst zurück zu dieser Religion. Dass du dahinter stehst wie ein Mann. Und dass man sich nicht versteckt wie die Karnickel. Sondern dass man bereit ist, vor dem Pharao zu stehen. Und zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und inshallah bin ich der Letzte, der steht. Möge Allah mich festigen. So muss man sein. Wir sind keine Leute, die zu Gewalt rufen. Aber wir rufen dazu auf, stolz auf diese Religion zu sein. Wir müssen stolz auf diese Religion sein. Dies ist der wahre Weg. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören.
Und was sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Was sagt der Prophet? Ich habe eben den Vers vom Koran. Der sagt, kümmert euch um euch selber, ihr werdet diejenigen, die in die Irre gehen, können euch nicht schaden, wenn ihr rechtgeleitet seid. Was ist damit gemeint? Du bist rechtgeleitet, wenn du an dieser Säule des Islam festhältst. Du bist rechtgeleitet, wenn du an dieser Säule des Islam festhältst. Das ist keine Säule des Islam, nicht von den fünf Säulen, aber ich meine damit eine wichtige Sache vom Islam, dass du versuchst, alles zu tun. Wallahi, achi. Ich sage es euch, ich bin 5000% entschlossen, diesen Islam in jedes Haus in Deutschland zu bringen. Und es kann mitmachen, wer will. Und wenn ich mitmachen will, kann es auch sein lassen. Oder soll sich woanders arrangieren. Aber glaub es mir, denkt an eine Aussage, die der Prophet gesagt hat. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Es wird immer eine kleine Gruppe geben von dieser Umma, die auf der Wahrheit liegt, siegreich. لا يدركم من خذلهم ولا من خالفهم. لا يدركم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Die wird nicht schaden, derjenige, der sich ihnen entgegensetzt, und diejenigen, die sie im Stich lassen, bis der Befehl Allahs kommt. Deswegen müssen wir alle versuchen, dazu zu gehören. Und denke selber darüber nach, was du tun kannst, um die Mission vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erfüllen. Der die Reiter in alle Länder geschickt hat, der Mu'adh ibn Jabal in den Jemen geschickt hat, um den beizubringen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Denke darüber nach, was kannst du tun? Und ich denke, jeder hier kann etwas tun. Ich kann dir nur eine Sache sagen, wie du uns helfen kannst, weil nicht jeder von euch kann reden, nicht jeder von euch oder nicht jeder von uns kann vielleicht, traut sich vor Menschen zu stehen oder hat das Wissen, aber ich gebe dir eine Möglichkeit. Was wir jetzt machen ist, wir wollen DVDs drucken. Nicht 1000, nicht 10.000, nicht 100.000. 1 Million. 1 Million. Inshallah. Wo sogar die Christen einpacken können. Mit ihren ganzen Leuten, die sie unterstützen. Und die werden überall verteilt. Das heißt, woran du helfen kannst, ist, dass diese DVDs gedruckt werden. Weil es ist klar, dass wir nicht 1 Million DVDs umsonst drucken können. Ja? Und dass wir ein Dauerzentrum jetzt haben in Braunschweig, dass wir es nicht umsonst unterhalten können. 1 Million Flyer habt ihr schon auf der Internetseite gesehen, die wurden schon gedrückt, die sind schon unterwegs in Deutschland. Ja, und was ich euch gebracht habe ist, für den, der will, ihr seid nicht dazu verpflichtet, uns zu unterstützen, ihr seid dazu verpflichtet, Dawa zu unterstützen. Wer nicht reden kann, kann auch Geld geben. Wir können, die Christen, sage ich euch nur, wisst ihr, was die Christen geben? Glaubt es mir. Die Christen geben monatlich jeder 10-15% von seinem Monatseinkommen. Das heißt, wenn er 1000 Euro verdient, die freichristlichen Kirchen, gibt er 100 Euro ab. Kannst du dir das vorstellen? Von 1000 Euro gibt er 100 Euro ab nur, und deswegen sind die fähig. Deswegen stehen die in jeder Stadt in Deutschland und sind am Aufräumen. Du kannst auch irgendwo anders was machen. Nur was wir dir anbieten ist, wir haben hier von uns Überweisungsträger, wo ihr etwas auf die Dauerkasse geben könnt, wenn ihr Lust habt. Ansonsten macht es irgendwo anders. Das ist unsere Unterstützung, damit wir 1 Million DVDs drucken können, inshallah. Wer will, wer nicht will, kann auch woanders machen. Ich sage nicht, derjenige, der uns nicht unterstützt, ist sündig. Auf keinen Fall. Sündig ist derjenige, der die Dauer einfach so dem egal ist. Aber wir sind nicht die Einzigen, die Dauer machen. Es gibt sicherlich auch andere Leute. Es gibt sicherlich auch andere Ideen.